Hi, ich bin Lisa. Schön, dass ihr da seid. Ich teile mit euch heute meine Nähpläne für 2022. Es ist eine kleine feine Liste der Dinge, die ich in den nächsten Wochen umsetzen werde. Das erste Projekt, mit dem das neue Jahr starten wird, ist der Big Okapi Sweater von der lieben Lisa von World of Lisa. Ich habe den Okapi Sweater schon in klein für meine Kids. Sie hat das Schnittmuster nämlich vor ein paar Wochen rausgebracht. Das ist ihr allererstes Schnittmuster. Und jetzt folgt die Erwachsenenversion. Und da freue ich mich riesig drauf, denn der Okapi Sweater ist schon ein sehr cooles Teil. Da habe ich mir auch aus meinem Stoffstash zum Löcher was rausgesucht, was ich dafür, glaube ich, verwenden werde. Ein ganz super kuscheliger gelber Sweat. Ich nähe die Version mit Kapuze und das Futter der Kapuze möchte ich dann gerne mit diesen Streifen füttern. Ich glaube, das wird schön. Genau, und dann kurz vor Fertigstellung wird vermutlich noch der ein oder andere Plot auf dem Pulli landen. Da weiß ich aber noch nicht genau, was es wird. Aber das seht ihr dann im Verlauf des Nähprojektes. Ein weiteres wundervolles Projekt, auf das ich mich schon sehr freue, ist ein T-Shirt aus diesem schönen Stöffchen von Akkulade Studio. Und zwar hat mich das Stöffchen inspiriert für ein T-Shirt-Kleid, was wir dann gemeinsam nähen können. Solange du ein T-Shirt hast, was dir gut passt, zeige ich dir, wie du daraus ein Schnittmuster machst. Oder dir davon ein Schnittmuster abnimmst und wir daraus dann ein Kleid nehmen. Genau, den ganzen Prozess werden wir hier gemeinsam bei YouTube starten und ich würde mich freuen, wenn du dabei bist. Und ein weiteres Projekt, was ganz spontan auf meiner To-Do-Liste gelandet ist zwischen den Jahren bzw. kurz nach Weihnachten, ist eine Ledertasche, eine Pochette von Bags in Pieces. Die habe ich mir gegönnt als kleines Weihnachtsgeschenk an mich selbst. Und zwar ist das diese schöne Box, in der alles enthalten ist, was ihr braucht, um diese Tasche zu nähen. Ich habe seit Wochen schon mit den Gedanken gespielt und auch liebäugelt mit wahnsinnig vielen Accounts, unter anderem der Anna von Sulala, die häufig schon Ledersachen selbst näht, mir auch etwas aus Leder zu nähen. Ich habe mich bisher nicht getraut, aber ich glaube, das Set von Bags & Pieces ist dafür perfekt, um in die Welt einzutauchen. Deswegen freue ich mich sehr auf dieses Projekt. Ein weiteres Accessoire-Projekt ist die Hip Bag Erika von Hansedeli. Die habe ich selbst verschenkt als Geburtstagsgeschenk. Und die Beschenkte durfte sich jetzt quasi ihre eigene Tasche zusammenstellen. Und das wird eine Kombi sein, weil ihr meinen Rucksack so gut gefällt, den ich selbst genäht habe. Und zwar werde ich ihr dann aus diesen Stöpfchen, aus dieser Kombi auch eine Hüfttasche nähen. Und wenn ich schon einmal dabei bin, habe ich jetzt die letzten Tage immer mal wieder flauschige kleine Hüfttaschen gesehen. Was ist kleine? Nein, eigentlich größere. So aus so Plüsch. Finde ich ganz geil. Ich glaube, ich werde dann direkt zwei nähen, weil dann ist man eh einmal dran. Und dann wird es direkt auch noch eine Hüfttasche für mich geben. Um das Thema Accessoires abzuschließen, habe ich den Plan, mir mein eigenes Portemonnaie zu nehmen. Das Schnittmuster ist auch von Hansedeli, die Little Minta. Die habe ich seit Monaten, habe ich das Schnittmuster schon hier liegen, weil nämlich mein Portemonnaie so langsam in die Jahre gekommen ist. Deshalb mag ich die Form von der Little Minta sehr gerne. Und werde mich dann auch mal daran versuchen, ein Portemonnaie zu nehmen. Habe zwar noch keine richtige Idee, was die Stoffe angeht und das Design, aber da nehme ich euch mit in den Prozess, in den Findungsprozess und dann machen wir das gemeinsam. Das letzte Projekt auf meiner To-Do-Liste für die nächsten Wochen ist eine Hose. Mir mangelt es im Kleiderschrank an Hosen, deswegen habe ich mich schockverliebt, als ich das Schnittmuster ich muss es nachlesen, es ist Französisch, ich kann kein Französisch, also wenn ich es falsch ausspreche, seid mir nicht böse. La Désinvolte ist eine Culotte mit hohem Bund. Wie ihr seht, oben auch mit der Schleife, ich habe mich einfach schockverliebt in diese Hose, in diese Form.
Und habe auch schon, ich glaube, den perfekt passenden Stoff dafür hier. Auch von einem französischen Lieferanten, Nuance. Es ist ein dunkelblauer Gabardin mit etwas Elastan. Elastan sind super für Hosen, damit sie ein bisschen mehr Bequemlichkeit haben, wenn man sitzt. Ich freue mich drauf. Ich freue mich drauf, wenn du dabei bist und mit mir die Projekte angehst. Wenn du Lust hast auf fast tägliche Einblicke in meinen Nähalltag, folg mir gern unter Stitch and Paper auf Instagram. Dort teile ich ein bisschen mehr so behind the scenes, was so täglich passiert, an was ich arbeite, aber ihr werdet hier nichts verpassen. Ich werde alle großen Vlogs zusammenschneiden und die werdet ihr dann hier finden. Ich hoffe, ich biete euch damit Inspiration, auf dass ihr euch auch gerne selbst Teile näht, vielleicht eine Idee bekommt, was euer nächstes Projekt wird. Lasst mich mal gerne wissen in den Kommentaren, ob euch das Video gefällt. Ich bin ein bisschen nervös, weil es das erste Video ist, ich muss es zugeben. Oder verratet mir doch einfach euren Favoriten meiner Liste. Also was hat euch von dem, was ich nähen will, am besten gefallen? Und dann würde ich sagen, sehen wir uns hier ganz bald wieder. Und happy sewing!